Frank Sirske, Vorsitzender der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Und das Thema sind die Ergebnisse der Urabstimmung im Tarifkonflikt zur Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes. Herr Sirske, noch etwas außer Atem und dennoch hoffe ich in der Lage, uns zu erklären, was die Ergebnisse sind. Sie haben das Wort. Wir gucken optimistisch in die Zukunft. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie wissen, die Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern über die Eingruppierung von 240.000 Beschäftigten im sozialen Erziehungsdienst der Kommunen sind nach 5 Runden gescheitert, nachdem die Arbeitgeberseite jeglichen generellen Handlungsbedarf für eine Aufwertung kategorisch abgelehnt hatte, ausdrücklich kein Angebot vorgelegt hat, sondern lediglich die Bereitschaft angedeutet hat, für einzelne Gruppen etwas zu tun. Und das dahingehend konkretisiert hat, Erzieherinnen in Normaltätigkeit die Möglichkeit eröffnen zu wollen, eine Entgeltgruppe höher kommen zu können, in eine Tätigkeit schwierigen Anforderungen, was auf eine Differenz von monatlich zwischen 27 und 39 Euro Gehaltsverbesserung hinausgelaufen wäre, vorausgesetzt, man übt schwierige Tätigkeit aus. Und ferner war angedeutet, über die Eingruppierung von Leitungen in kleinen Kitas sprechen zu wollen und dort Verbesserungen vorzusehen. Alle anderen gehen leer aus. Das war der Stand in diesen Verhandlungen nach 5 Runden. Verdi und die anderen beteiligten Gewerkschaften haben daraufhin das Scheitern der Verhandlung erklärt und bundesweit die Urabstimmung eingeleitet zwischen dem 28. April und 5. Mai. Das Ergebnis liegt mittlerweile vor. Danach haben sich 93,44% der Kolleginnen und Kollegen für einen unbefristeten Erzwingungsstreik ausgesprochen. Ein klares und eindeutiges Votum, dass die Beschäftigten im sozialen Erziehungsdienst nicht länger bereit sind, sich mit schönen Worten abspeisen zu lassen, sondern nun Taten sehen wollen von Seiten der Arbeitgeber für die überfällige Aufwertung der Tätigkeiten im sozialen Erziehungsdienst, einem Bereich, wo über 90% der Beschäftigten Frauen sind, in den Kindertagesstätten über 95% Frauen sind, deren Anforderungen und an die Erwartungen an ihre Tätigkeit in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Ein Bereich, in dem hochwertige pädagogische Facharbeit geleistet wird und wo die Beschäftigten erwarten, nun auch wie Facharbeiterinnen bezahlt zu werden. In einer Situation, wo je nach Bundesland 4 bis 5 Jahre Ausbildung zurückgelegt werden, die Kultusminister mittlerweile die Qualifikation im deutschen Qualifikationsrahmen auf Stufe 6 einsortieren, das heißt auf Bachelor-Niveau, und auf der Bezahlungsseite dieser Anstieg der Anforderungen keine Entsprechung gefunden hat. Wenn mir eine Kollegin, wie es mir vor einigen Wochen passiert ist, berichtet, dass sie seit 29 Jahren im Beruf ist, stellvertretende Kita-Leiterin ist und jetzt festgestellt hat, dass sie genauso viel verdient wie ihr Neffe, der gerade seine Chemielaborantenausbildung abgeschlossen hat und als Chemielaborant begonnen hat zu arbeiten, dann stimmt da etwas nicht, und zwar nicht mit der Bezahlung des Chemielaboranten wohl, aber mit der Erzieherin. Und das in einem Bereich, wenn man die Kindertagesstätten mal in den Blick nimmt, wo 62% der Arbeitsplätze bundesweit im Durchschnitt Teilzeitarbeitsplätze sind. Die größte Gruppe der Teilzeitbeschäftigten zwischen 20 und 32 Stunden arbeitet, die zweitgrößte Gruppe zwischen 10 und 20 Stunden. Das heißt, nach 4 bzw. je nach Bundesland 5 Jahren Ausbildung im Grunde mit einem eingebauten Zwang zum Zweit- und Drittjob zu tun hat, wo dann abends gekellnert wird oder geputzt wird oder im Einzelhandel Regale eingeräumt werden, weil man anders alleine nicht über die Runden kommt. Das ist eine Ausgangslage, wo man mit Blick auf die demografischen Veränderungen
Und die absehbar zunehmende Konkurrenz um qualifizierte Arbeitskraft, aber auch die absehbar größeren Möglichkeiten für Schulabgängerinnen, das Berufsfeld auswählen zu können, mit Sorge auf die Perspektiven gucken muss, in einem Bereich, wo wir es bei den Kitas mit Bildungseinrichtungen zu tun haben, die für die frühkindliche Bildung immer wichtiger geworden sind. Ich will daran erinnern, dass man auf der Homepage des Bundesfamilienministeriums lesen kann, dass eine gute Kinderbetreuung und frühe Förderung zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben in Deutschland gehören. Und es dann weiter heißt, ich zitiere, die frühkindliche Betreuung in der Kita ist zentral für die weitere Entwicklung des Kindes. Das stimmt. Dann muss aber auch für die Attraktivität dieses Berufsfeldes deutlich mehr getan werden, als das bislang der Fall ist. Wir stehen also vor einem Novum in Gestalt eines bundesweiten Erzwingungsstreiks im sozialen Erziehungsdienst mit Schwerpunkten im Bereich der Kindertagesstätten, bei Werkstätten für Behinderte und in den Diensten der Jugend- und Familienhilfe. Das hat es in dieser Form bislang noch nicht gegeben. Der Streik wird ganz überwiegend am Freitag dieser Woche beginnen, mit Ausnahme einiger nordrhein-westfälischer Großstädte, die am Montag in den Streik gehen werden. Keine Frage, dieser Streik wird Eltern hart treffen. Mein Eindruck nach Gesprächen mit Elternvertretungen, beispielsweise mit der Bundeselternvertretung im Kita-Bereich, ist aber eindeutig der, dass die Eltern die Arbeit der Beschäftigten in diesem Bereich wertschätzen. Sie wissen um die Bedeutung der Tätigkeit, die dort ausgeübt wird. Sie wissen, wie notwendig die Attraktivität dieses Berufsfeldes ist, um den Nachwuchs für die Zukunft zu sichern. Und Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass es für gute Arbeit, guter Leute bedarf und die dann auch mit Recht gute Bezahlung erwarten können. Gute Arbeit, gute Leute, gutes Geld, das gehört zusammen. Der Schlüssel zur Lösung dieses Konfliktes liegt nun in der Hand der öffentlichen Arbeitgeber. Wir werden jederzeit bereit sein, die Gespräche aufzunehmen und Einigungsmöglichkeiten auszuloten. Ich habe mit Freude und Anerkennung zur Kenntnis genommen, dass sich bereits einige Oberbürgermeister, etwa der von Hannover oder die Oberbürgermeisterin von Saarbrücken, dahingehend ausgesprochen haben, Verständnis für die Forderungen und die Notwendigkeit einer Aufwertung zu haben. Und mein Appell und meine Hoffnung ist, dass Ihrem Beispiel sehr viele weitere zügig folgen, damit eine Einigung in diesem Konflikt so schnell wie möglich auch erfolgen kann. Wir sind dazu bereit. Der Ball liegt nun im Spielfeld der öffentlichen Arbeitgeber. Vielen Dank, Herr Bsirske. Kommen wir gleich zu den ersten Fragen. Die erste dorthin. Herr Bsirske, ich habe die Zahlen nicht richtig verstanden, die Sie gerade gesagt haben. Wie stark war der Streik, die Zustimmung? 93,44%. Herr Kreuzburg. Genau, zwei Fragen interessieren mich. Zum einen, können Sie mir noch mal vor Augen führen, wie aus Ihrer Sicht diese geforderte Aufwertung finanziert werden soll? Also man hat ja mehrere Möglichkeiten. Man kann Gebühren erhöhen, man kann Steuern erhöhen oder was gibt es noch zum Beispiel? Also Schwimmbäder schließen. Und die andere Frage, wenn Sie Erzieherinnen den Erzieherinnenberuf aufwerten wollen, ist das ja auch eine Aufwertung im Verhältnis zu anderen Berufsfeldern im öffentlichen Dienst, beispielsweise gegenüber Krankenschwestern. Können Sie mir noch mal deutlich machen, warum das bei den Erzieherinnen besonders dringlich ist, dringlicher als bei Krankenschwestern zum Beispiel? Wir sind für eine Aufwertung der sozialen Berufe, die sich keineswegs beschränkt auf den Bereich der pädagogischen Berufe. Wir sind in Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern auch über die Aufwertung der Pflegeberufe. Der Unterschied zum sozialen Erziehungsdienst besteht darin, dass es für den Letzteren eine gesonderte Kündigungsmöglichkeit gibt, von der wir Gebrauch gemacht haben und damit
auch die Möglichkeit besteht, den Forderungen durch Warnstreiks und Streik Nachdruck zu verleihen. Ich bin sicher, dass die notwendige Aufwertung dieser sozialen Berufsfelder, für die sich ja übrigens auch die Parteien der Großen Koalition ausdrücklich in ihrer Koalitionsvereinbarung ausgesprochen haben, ausstrahlen wird auch auf die Pflegeberufe. Das ist auch bitter nötig, denn insgesamt haben wir es hier im Grunde mit einem Gefälle im Bereich der sozialen Berufe gegenüber technischen Berufen zu tun, was historisch bedingt ist, aber in dieser Form nicht weiter fortgesetzt werden sollte. Wir brauchen eine Aufwertung frauentypischer Berufe. Wir brauchen eine Aufwertung der sozialen Berufe. Und es kann nicht angehen, dass für den gekonnten Umgang mit Maschinen in der Industrie deutlich mehr verdient wird, als für den gekonnten Umgang mit unseren Kindern in den sozialen Berufen. So viel zu dem Vergleich mit den Pflegeberufen. Wenn heute und in den nächsten Jahren Schulabgängerinnen vor der Entscheidung stehen, für welchen Beruf sie sich entscheiden, dann werden sie deutlich verbesserte Wahlmöglichkeiten haben, als das noch in den letzten Jahren der Fall war. Und dann konkurriert das Angebot, im sozialen Erziehungsdienst einen Beruf zu ergreifen, mit Alternativen in der privaten Wirtschaft. Es ist deswegen absolut sinnvoll, nicht nur gewissermaßen tunnelblickmäßig auf die Situation und die Vergleiche im öffentlichen Dienst zu schauen, sondern den Vergleich auch bewusst zu suchen mit anderen Berufsfeldern. Das machen nämlich die Schulabgängerinnen demnächst mit großer Sicherheit. Und in dieser Konkurrenz muss ich ein Berufsfeld behaupten, das im Bereich frühkindlicher Förderung aus Sicht eigentlich der gesamten Gesellschaft immer wichtiger geworden ist, wichtig ist und nun auch die notwendige und überfällige Aufwertung erfahren muss. Ja, das kostet Geld. Ich bin aber sicher, dass die Priorisierung, die mit dem Blick auf dieses Berufsfeld gesellschaftlich einhergeht, auch nachvollzogen werden kann im Bereich der Kommunalverwaltung. Und im Zweifelsfall sind dann auch die Länder und der Bund gefordert, die Kommunen dabei zu unterstützen. Die Oberbürgermeisterin von Saarbrücken beispielsweise hat ja sehr bewusst auch das Thema Betreuungsgeld ins Spiel gebracht und darauf verwiesen, dass die Finanzmittel sicherlich beim Personal und bei den Köpfen, wenn man so will, in den städtischen Kitas sinnvoller investiert ist oder wären als beim Thema des Betreuungsgeldes mit Prämien, die davon abhalten sollen und abhalten, das Bildungsangebot, das unsere Kindertagesstätten bereithalten, auch in Anspruch zu nehmen. Und da sind im Zweifelsfall dann auch Länder und Bund gefordert. In einer Situation allerdings auch, wo wir ja wissen, dass die Steuereinnahmen und die Prognosen deutlich nach oben weisen und die finanziellen Handlungsspielräume auch besser geworden sind und besser werden. Und hier dann auch Mittel zu konzentrieren und zu investieren, das ist gesellschaftlich gesehen sicherlich eine kluge Entscheidung. Herr Schröder. Ich habe jetzt gehört, zwei Fragen, Herr Bsirske. Zum einen, können Sie sagen noch mal, wie teuer wird das denn aus Ihrer Sicht? Wie viel Geld ist nötig, um Ihre Forderungen nach Aufwertung zu erfüllen? Und die zweite Frage wäre, welchen Organisationsgrad hat Verdi bei den Erziehungsberufen? Also wie schlagkräftig sind Sie, um auch einen, wie Sie auch annehmen, möglicherweise länger andauernden Tarifkonflikt durchzustehen? Was die Frage nach den Organisationsgraden angeht, sind wir natürlich generell zurückhaltend mit Details. Wir können aber davon ausgehen, dass wir im kommunalen Kita-Bereich, um mal den herauszugreifen, in Zentren ausgesprochen hohe Organisationsgrade haben. Ich komme aus Hannover. Organisationsgrad vor der Urabstimmung lag bei den städtischen Kitas bei 94%. Und er dürfte eher zugenommen haben.
Und wir haben es hier mit einem Bereich zu tun, der sich in den letzten Jahren zunehmend organisiert hat, gewerkschaftlich, und der einen Schub auch der Bereitschaft, sich gewerkschaftlich zu organisieren, gegenwärtig erlebt, weil die Beschäftigten verstehen, dass es notwendig ist, jetzt in dieser Situation auch zusammenzustehen, sich zu organisieren und sich so die Voraussetzungen zu schaffen, auch im Konflikt mit ihren Interessen bestehen zu können.